In der heutigen Folge zeige ich euch sehr gerne, wie ihr ganz schnell ein cremiges Parmesansüppchen zaubern könnt. Wir wollen zusammen ein Parmesansüppchen zaubern. Dazu hier links Parmesan, Grana Padano beispielsweise würde natürlich auch gehen, aber Parmesansuppe, deswegen Parmesan. Eine kleine rote Zwiebel, eine Knoblauchzehe, zwei kleine Kartoffeln zur Bindung, etwas Butter. Dann habe ich hier Wermut, ihr könntet aber beispielsweise auch Weißwein an der Stelle nehmen. Dann da oben Sahne, das da ist Kalbsfond, ihr könntet aber auch jeden anderen Fond nehmen, Gemüse oder Geflügel zum Beispiel und Pfeffer und Salz. Und wie immer alle Zutaten unten in der Beschreibung. Dann die Dinge, die wir klein schneiden müssen. Hier die Knoblauchzehe werden wir klein hacken, die Zwiebel genauso, die Kartoffel klein schneiden und natürlich auch den Käse hobeln. Hier seht ihr das jetzt, wie es klein geschnitten ist. Muss jetzt auch nicht in Perfektion sterben, ist nur für den Garmoment recht wichtig, dass die Kartoffel klein ist. Und hier oben nicht erschreckend, so viel ist das gar nicht, ist nur sehr, sehr fein gehobelt, der Parmesan. Und dann können wir auch schon rüber zum Herd. Da habe ich nämlich schon einen kleinen Topf aufgesetzt, hier mit der Butter drin, die schmilzt jetzt auch gleich bereits. Und dann kommen wir bereits dazu, wenn es geschmolzen ist, die Kartoffelstückchen hinzuzugeben. Wie gesagt, die sind für etwas Bindung später da. Dann geben wir genauso die rote Zwiebel dazu. Und das wird jetzt so lange angeschwitzt, bis die Zwiebel bereits etwas glasig geworden ist. Ihr wisst ja Bescheid, wir haben eigentlich noch den Knoblauch. Der kommt aber erst rein, wenn er nicht mehr dazu tendiert, dann vielleicht schon dunkel zu werden. Das heißt, wir geben der Kartoffel und der Zwiebel schon etwas Zeit und dann kommt erst der Knoblauch dazu. Da oben ist er. Und dann schwitzen wir den ebenso mit an. Und wenn dieser auch glasig geworden ist, dann ist das gleich der Moment, wo wir mit dem Wermut oder vielleicht auch Weißwein kurz aufgießen. Gibt nochmal einen feinen Geschmack, könntet ihr aber auch weglassen, wenn ihr in dem Fall auf den Alkohol verzichten wollt. Kein Ding. Da werden wir jetzt ein bisschen reduzieren. Das heißt, das Ganze ein paar Minuten leicht köcheln lassen. Gießen dann mit Fond auf. In meinem Fall, wie gesagt, Kalbsfond. Könnte jetzt aber auch Gemüse- oder Geflügelfond sein oder irgendeiner, der euch einfach zusagt. Und dann gießen wir ebenso mit Sahne auf. Ihr könntet auch jetzt Sahne und Milch, vielleicht im Mischverhältnis 1:1 nehmen. Dann salzen wir etwas, aber nicht zu viel, denn der Parmesan als solches bietet auch schon einiges an Salzigkeit, also vorsichtig damit. Dann Pfeffer. Ich habe jetzt schwarzen, ihr könntet aber auch weißen nehmen, dann sieht man später in der Suppe keine schwarzen Pünktchen, mir ist das egal. Dann lassen wir das aufkochen, und zwar für 15 Minuten, dann ist nämlich die Kartoffel auch gar. Hier blubbert es ganz fleißig. Das ist jetzt ein bisschen reduziert und wir schalten den Herd runter und dann kommen wir zu weiteren Schritten. Ihr seht ja hier die Kartoffelstückchen, die jetzt gar sind und diese werden wir mit dem Mixstab aufmixen. Sorgt dann einfach für etwas mehr Bindung. Ihr könntet die Kartoffel aber auch weglassen und einfach die Suppe etwas mehr reduzieren. Das würde auch funktionieren. Hier diese Konsistenz, zeige ich euch mal her, die hat es dann. Die kleinen Stückchen könnte man später rausfiltern. Mich stört es überhaupt nicht und ich lasse sie einfach drin. Und dann kommen wir zu dem, was Parmesansuppe zu Parmesansuppe macht, nämlich Parmesan. Oh Wunder. Den geben wir rein. Und der soll jetzt wirklich auf niedriger Stufe, also der Herd ist noch an, aber wirklich auf 1, noch etwas schmelzen in der Suppe, aber nicht mehr wirklich aufkochen. Es blubbert nur ganz leicht, wie ihr sehen könnt. Ja. Was soll ich sagen? Dann ist unsere Suppe auch schon fertig. Wie gesagt, eigentlich eine schnelle Nummer. Können wir abfüllen. Könnt hier die Cremigkeit auch erahnen. So hoffe ich zumindest. Zeige euch dann hier das Ganze nochmal her. Wirklich ein tolles, schnelles Gericht. Sehr, sehr würzig. Probiert es unbedingt mal aus. Garnitur darf natürlich nicht fehlen. Und am Ende bleibt mir wie immer nur zu sagen, ihr wisst es schon, bon appétit!